Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Sorry für den Ton, der hier hinter ist. Ich bin gerade in einem Uber und ich fahre jetzt als erstes erstmal meine Wimpern machen. Leider, wo ich eigentlich hingehe, sie hatte keine Zeit, aber deshalb fahre ich jetzt zur lieben Anna, die macht mir die Wimpern jetzt. Denn ich fliege ja nach L.A. und da wollte ich einfach geile Wimpern haben und ich dachte mir, ich nehme euch jetzt einfach mal mit durch diesen Tag und zeige euch nachher auch noch, wie ich meinen Koffer gepackt habe. Übrigens, Koffer packen ist gar nicht mein Ding. Bin ich voll schlecht drin, ne? Und ich versuche schon wenig einzupacken, aber ich will doch alles da haben, wenn ich da bin. Das soll mir da. Kennt ihr das, wenn man dann irgendwie, dann geht man da raus und dann denkt man sich, boah, genau das Oberteil wollte ich anziehen und jetzt habe ich es nicht dabei. Und damit das nicht passiert, gucke ich mir den Koffer jetzt gleich mit euch zusammen nochmal an. Aber erstmal, wie gesagt, gehen wir Wimpern machen. There we are. Yeah, yeah, yeah. So, jetzt werden erstmal schön die Wimpern gemacht. Und da ist schon die liebe Anna. Hallo. So eine Überraschung. Ja, oh, du weißt doch, ich bin immer sehr unpünktlich. So gut. Und du, oh. Na du? Na du, warte mal. Leute, ich zeige euch jetzt mal hier ein bisschen den Laden kurz. Weil ich den echt super schön finde zu Ostern, hat Anna das hier alles so schön dekoriert. Die packt an, die macht und tut, ey, die kann richtig stolz sein auf ihren Laden, weil die das alles so schön macht hier. Und ich weiß auch noch früher, wenn ich meine Wimpern hier machen war, immer da, haben wir uns auch immer darüber unterhalten, was sie jetzt als nächstes macht. Und jetzt bin ich wieder hier und jetzt hat sie auch schon so viel Neues gemacht. Das hier ist auch alles neu und die packt an, ja. Die Anna, die macht und tut also immer. Deko ist mein zweites Hobby, ja, nach Wimpern. So, meine Lieben, jetzt habe ich wieder Wimpern dran, ne? Denn ich habe einfach keine Lust, meine Wimpern die ganze Zeit zu schminken. Und jetzt habe ich endlich wieder welche Wimpern so drauf. Und wenn man sich den fertig macht, dann sieht es auch einfach alles immer ein bisschen besser aus. Fall, Leute, jetzt gehen wir zu Fantastisch, denn ich muss mein Handy... also meine Handyfolie noch mal ändern, weil die ist so ein bisschen kaputt. Und wenn ihr ganz, ganz schnell einen Handy-Reparaturservice haben wollt, dann geht einfach zu Fantastisch in der Mall of Berlin am Leipziger Platz. Die Leute sind auch alle übel cool, sind alle voll korrekt, machen so seine Sachen schnell, Handy-Bildschirmreparatur und sowas alles ist auch nicht so teuer, also ist jetzt nicht so krass, bei manchen kostet es ja richtig viel. Die sind halt wirklich gut und ja. Ich gehe hier immer hin. Okay, das war's. Jetzt habe ich eigentlich alles und bin bereit für Amerika. Jetzt muss ich nur mal kurz nach Hause gehen und noch mal meinen Koffer überprüfen. Beziehungsweise ich muss morgen auch noch mal zu meiner Schwester fahren und ihr ein paar Taschen klauen und ein paar Sachen klauen, die ich von ihr mitnehmen möchte. Ihr kennt das doch manchmal, Geschwister und naja, da hat der eine was Schönes und der andere hat es nicht und dann holt man sich das halt so und dann leiht man sich das halt aus. So, jetzt bin ich zu Hause und jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, was ich jetzt alles in meinen Koffer einpacke. Naja, so sieht es jetzt hier aus, aber das ist jetzt eigentlich das, was ich mitnehmen will. Ich habe diese Schuhe hier auf die Waage gelegt, weil ich wissen wollte, ob die ein Kilo wiegen. Oder 500 Gramm ein Fuß, weißt du? Ja, ich habe eigentlich alles Mögliche hier mit bei. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht gut im Koffer packen. Ich bin nicht gut da drin. Ich kann das einfach nicht. So, wir sind jetzt gerade draußen in Las Vegas und das sieht hier irgendwie einfach nur aus, als wenn man wie in so einem. Das sieht einfach so aus hier alles, als ob das. Als ob es nicht echt ist. Ich habe das Gefühl, es sieht alles einfach aus wie in so einem Spiel. Ja. Als ob du so bei Monopoly bist oder das ist so ein riesiger Freizeitpark. Das ist echt krass. Das ist echt really crazy. Go to Vegas, guys. Go to Vegas. Vegas ist wirklich cool. Muss man sich einfach mal anschauen. Schaut euch das doch mal an. Sieht alles so schön aus hier. Das ist wie so ein kleiner Traum. Ja, hört ihr diese Musik? Es kommt mir vor, als ob ich wie in so einem Film bin. Einfach, es ist einfach mega crazy. Und hier fährt halt überall so, einfach hier fährt überall so Dings durch die Straßen, so Werbung. Was bist du? Ich fahr Werbung. Was? Ich bin Werbungsfahrer. Ich fahr Werbung. Jetzt kannst du, sei es gut, dir so, weil du hier bist.
Da hinten sehen wir einmal Little Paris. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do, and it's the smile on your face. Hallo meine lieben Freunde, wie ihr schon gesehen habt, war ich im Prinzip letzte Nacht in Las Vegas, in der Stadt ein bisschen, bin da ein bisschen rumgelaufen und heute ist welcher Tag heute? Freitag. Also eigentlich, wir haben jetzt echt einen Mega-Trip gemacht. Ich habe eine Zeit lang, ein paar Tage habe ich jetzt auch nicht ganz aufgenommen. Ich werde in Los Angeles auch nochmal filmen. Wir sind jetzt schon seit 5 Tagen hier, weil ich wollte einfach, also wenn man die Sachen alle nur durch die Kamera sieht und alles filmt, dann hast du es nicht so gut in Erinnerungen, wie wenn du das wirklich siehst. Und dafür war mir das jetzt irgendwie so ein bisschen zu schade, die ganze Zeit die Kamera beizuführen, weil dann habe ich immer, ich habe es auf der Kamera gesehen, ich kann es mir nochmal angucken, aber mir fehlt irgendwie dieses, dass ich genau weiß, mir fehlt irgendwie dieses, dass ich genau weiß, ja, das sah so und so aus und das Gefühl von dieser Größe noch habe, weil durch die Kamera ist alles ja nicht mehr so groß, wie es halt ist, wenn wir es, nicht mehr so groß, wie es halt ist, wenn wir es wirklich sehen. Es ist so unfassbar, Roland, es ist so unfassbar heiß hier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also es ist halt so richtig Wüstenstyle, wir lagen in der Sonne und es fühlt sich wirklich in der Sonne an, als ob du verbrennst. Also es ist wirklich hardcore. Aber es ist richtig geil und jetzt, wir gehen jetzt ganz, ganz zufällig zum Coachella und gehen noch aufs Festival. Ey, Leute, das ist ganz ehrlich, das ist der beste Trip meines Lebens. Wir sind nach Los Angeles. Ich habe das 5 Tage früher gebucht, so ganz spontan. Dann haben wir in Los Angeles haben wir dann unseren Flieger nach Las Vegas gebucht und dann haben wir jetzt hier in Las Vegas irgendwie eigentlich müssten wir bis Sonntag hier bleiben. Aber und am Sonntag geht unser Flieger, aber wir fahren morgen mit, keine Ahnung, Leuten, die wir hier getroffen haben, die sie von der Schule noch kennt. Crazy. Ey, richtig komisch. Wir treffen hier in Los Angeles. Wir treffen in Los Angeles einfach Leute, die sie irgendwie kennt von der Schule, das keine ist Ahnung. Normal. Ja. Ja, auf jeden Fall, Mann, wir fahren jetzt einfach aufs fucking Coachella und das ist richtig nice. So ganz spontan und ganz kurz mal bei, ey, jetzt geht gar nicht klar, glaube ich. Ich mach so. Und ganz kurz mal, by the way, wie viel Geld haben wir hier ausgegeben? Also wie viel Geld hat das alles gekostet? Eine Menge. Aber für das, was wir hier alles machen, was wir bekommen haben, ist das super krass. Wenig. Also 2000 so ungefähr. Ja, locker. Ja, ungefähr so 2000. Aber ihr müsst euch, ich mach's von der Seite. Ihr müsst euch vorstellen, hier für 2000 Euro Los Angeles mit Unterkunft und die Unterkunft in Los Angeles, die ist jetzt gerade immer noch gebucht im Prinzip. Also wir haben die durchgehend gebucht und ist nicht halt. Und das in Beverly Hills. Ja, und das noch in Beverly Hills. Also ich muss schon sagen, ist schon ein Rattenloch, wo wir gelandet sind. Und es sieht auch so aus, als wenn das aus so einem Drogenfilm wäre oder so. Ne? Das sieht aus, als wenn man da in so einem Drogenfilm gelandet ist. Aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ne? Nur das Essen ist halt mega teuer. Und das Essen ist halt mega teuer hier. Und das Ding ist, hier gibt es einfach so wenig gesundes Essen, habe ich das Gefühl. Hier ist überall nur, ey, ich hab einfach, wo müssen wir lang?
Ich sag dir, ich habe keinen Orientierungssinn hier. Ich weiß gar nicht, es ist so groß. Unser Hotel hat wie viele Zimmer? 50.000 Zimmer? Alter, so viele. Keine Ahnung, es ist tot, es ist riesig. Es ist riesig, wie, boah. Ja, wir stehen jetzt hier so gut wie vor Forever 21. Ihr seht es da hinten. Und unsere Mitfahrgelegenheit hat jetzt gesagt, wir müssen jetzt sofort zurückkommen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt gerade... Huch, was ist das denn? Huch. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt gerade 15 Minuten hierher gelaufen. In der prallen Sonne, in der Todeshitze. Und jetzt stehen wir genau davor. Und genau als wir da ankommen, sagt er, wir müssen jetzt, also sagen die da alle, wir müssen jetzt zurückkommen. Richtig gut, ey. Entschuldigt bitte unsere Stimme, aber manchmal fühlt sich schon besser ein bisschen. Coachella, willkommen! Coachella, willkommen! Ja, also, boah, ey, meine Stimme ist so weg und wir waren nicht mal feiern. Voll peinlich. Wir wissen gar nicht, warum so eigentlich was los. Ja, auf jeden Fall, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Bus. Leute, es tut mir schon mal leid. Es tut mir erstmal leid, dass dieser Vlog so durcheinander ist, weil ich einfach nicht... Es war einfach alles so... Zu krass. Zu krass, hat alles nicht so richtig hingehauen. Nicht so halb und deswegen. Aber jetzt geht's erstmal weiter auf dem Coachella. Kann ich euch leider nicht mitnehmen. Ich packe da ein paar Videos von meinem Handy rein, weil das einfach zu riskant wäre, die Kamera mitzunehmen. Und ich glaube, das auch einfach... Nein. Wenn die weg ist, dann war das Coachella auf jeden Fall 1000 Euro teurer als eigentlich. So. Ich mal jetzt mal von unten, weil ich die Leute im Bus hier nicht filmen will. Nicht, dass ich hier verhaftet werde. Nee, und wir sind jetzt auf dem Weg zum Coachella. Ist das Licht so besser? Ja. Wir sind auf dem Weg zum Coachella. Beziehungsweise erstmal müssen wir jetzt nach Palm Springs fahren. Wir fahren gerade mit einem Flixbus. Voll witzig, dass es Flixbus in Amerika gibt, haben wir gar nicht gewusst. Und ja, ich glaube, wie lange dauert das jetzt? Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden und dann müssen wir ein Uber nehmen. Uber. Wir sind hier so viel mit Uber gefahren. Aber ich sag ganz ehrlich, ich bin in Berlin, ich fahre auch manchmal Uber, aber nicht so oft. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich hier nicht, ich weiß nicht, ich habe einfach in anderen Ländern Angst. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht irgendwo hinzulaufen oder den Bus zu nehmen. Ich bin ein richtiger Schisser, ey. Ich kann in die Tonne kloppen. Ich habe mal, als ich ganz klein war, einen Punker angesprochen auf der Straße und ich habe angefangen zu heulen. Und deswegen, ich bin voll die ängstliche Person. Ich drehe mich auch immer um, wenn ich auf der Straße abends langlaufe. Also gerade wir gehen bei so einer Metro lang, wo so eine Bahnstation ist. Und da waren dann irgendwie so Junkies. Und die rufen uns hinterher und ich sag zu ihr so, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Und sie dreht sich die ganze Zeit um und hat richtig Angst, dass die uns so hinterherlaufen. Ja, weil ich weiß nicht, wenn ich mich nicht sicher fühle, ist halt schon schlimm, ne? Ich bin auch dann so, ich brauche so meine Sicherheit einfach immer. Mann, ich bin halt einfach voll deutsch. Ich bin einfach tot, ist die Kartoffel. Komm mir nicht zu nah. Wenn du mich beklauen willst oder irgendwann mir mal was antun willst, dann renn weg, ey. Ich ruf die Polizei. Notruf ist schon vorgewählt. Also die Melissa macht jetzt meine Haare. Wir haben es heute Morgen halt einfach gar nicht geschafft. Wir haben uns sogar extra heute Morgen noch einen anderen Bus gebucht, weil wir keinen Bock hatten, um 5 Uhr aufzustehen. Es war einfach viel zu früh. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass ich mir irgendwas Nices da unten flechten kann. Okay, ich bin gespannt. Das ist voll schwer mit glatten Haaren. Schaffst du das? Also meiner Perücke habe ich letztens erst welche geflochten. Deiner Perücke? Deine Perücke? So, die Situation hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ich kann ja anders die Haare nicht flechten. Das ist gar nicht bequem. Aua.
Ja, Leute, wir sind jetzt gerade, wir haben jetzt gerade eine Mitfahrgelegenheit genutzt und jetzt mal ganz einfach irgendwelche Typen getroffen und die nehmen uns jetzt einfach kurz. Wir fahren uns jetzt einfach kurz zur, da wo wir jetzt hin müssen erstmal. Schnee von denen. Ja, von, meinst du, die sind schwul? Ja, ich glaube schon, ich glaube sogar, das ist ein Pärchen. Und das ist meine Coachella-Brille, also unsere, die wir beide. Die sieht aus wie mein ganzer Kopf, so groß. Ja, aber richtig cool, ey. You guys want to say hey? Yeah. My YouTube channel. Hey. Hello from America. Hello YouTube. USA, the best country. Stroheim. Das ist richtig witzig. In Amerika sind die Menschen einfach richtig nett. Die sind einfach alle nett. Hier irgendwie in einem krassen Haus gelandet, irgendwie so auf jeden Fall in einem niceren Haus als wir vorher waren. Bei den Leuten, die uns mitgenommen haben. Wir müssen jetzt hier mal raus, weil unser Uber ist da. Okay. Stroheim. Ja, es ist richtig nice hier. Die Menschen sind einfach so nett, das ist voll krass. Also wir sind jetzt nicht so naive Menschen so. Eigentlich, ich habe schon während der Autofahrt die ganze Zeit geguckt, ob das Auto auch richtig fährt. Hi! Hallo. Hi! Aber ich habe halt die ganze Zeit geguckt, ob wir richtig sind. Und die sind richtig gefahren. Die haben uns hier zu sich mitgenommen. Und das ist halt sehr in der Nähe von uns gewesen. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch 8 Minuten hin. Das kostet jetzt nur noch $8, was ganz nice ist, weil für Uber gibt man hier echt viel aus. Wo sind wir schon jetzt schon wieder gelandet? Ach, gute Frage. Irgendwo in einem scheiß fucking riesen Resort, Alter. Wir laufen eigentlich nur von Ort zu Ort und wir leben gerade ein richtig gutes Leben. Keine Ahnung, wie wir hier die ganze Zeit landen. Voll komisch. Aber der Uber-Fahrer hat uns falsch rausgelassen. Aber egal. Ist voll schön hier. So krass, wie schön das hier alles ist. Also ich mag eigentlich nicht so einen Luxusurlaub in so Luxushotels, weil ich finde, dann sieht man irgendwie immer nicht das Wahre. Aber das hier ist schon. Können wir da durchfahren, laufen? Jesus. I like. Do you like? Boah, wir essen jetzt zum ersten Mal hier was Richtiges. Was endlich. Hast du denn das Lachs, oder? Ja. Was hier meins, Anna? Das ist so lecker mit Mandeln. So, Leute, ich bin jetzt hier auf dem Coachella. Es ist so fucking krass. Es ist so krass, dass wir es hier rauf geschafft haben, weil eigentlich hatten wir keine Tickets. Und die Freunde, mit denen wir waren, irgendwie, die sind dann irgendwie doch nicht eingegangen. Und dann sind wir einfach hierher gekommen, just random, haben versucht einfach zu gucken, ob wir vielleicht ein paar Tickets kriegen. Und wir haben es geschafft. Das ist scheiß Leben, klar, das ist doch wohl ein Scherz, Leute. Das ist ein Scherz, wie geil ist Amerika. Wir haben sie, da waren einfach Leute, die haben uns fucking Tickets für, wie viel, für $150 gegeben. Yes, yes, say hi. Hey, y'all. It's Ari Chella today. Can you see Ari? Yeah, sure. Are you guys Russian? No, German. German. Yeah, we have some vlogging here. And also Coachella. Everybody's gorgeous. They're gorgeous. Oh my gosh, matching? Yeah. I love it. Leute, das glaubt ihr mir nicht.
Wir haben jetzt einfach Justin Bieber war da. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, das war so Grande gesehen. Das war jetzt einfach so krass. Ich meine, das war alles so zufällig. Und wir sind ja alles so zufällig hingegangen. Und einmal kommt da Justin Bieber auf die Bühne und das ist einfach... War wirklich krass, krasser. Das ist einfach richtig heftig. Das war, glaube ich, jetzt der krasseste Urlaub, den ich je hatte. Ja, der krasseste Urlaub, den ich je hatte. Es ist so viel, was ich habe noch nie so viel in so kurzer Zeit erlebt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mir richtig, richtig kalt in der Bühne war und ich immer dachte so, okay, ey, du gehst jetzt einfach, scheiß drauf. Aber ich habe bis zum Ende durchgehalten. So Leute, es ist jetzt der nächste Morgen. Wir müssen jetzt erstmal zum Bus nach Los Angeles. Nach Palm Desert müssen wir jetzt. Yeah. I thought y'all was going already. No, we're going now. Thank you. Are you guys 14 too? No, we're 19. Oh, you're 19? Yeah. Yeah. Bye. Bye. You know where you're going, right? Yeah. Call the Uber. Okay, all right. Thank you. Thank you. Yo Leute, so, wir sind jetzt gerade am Santa Monica Beach. I don't care about being famous. I don't want to die 6 feet and just be. When you give me the microphone, and I'm from the south. Giving the money, giving the beat, that means I wake up early. Give me your microphone, crazy. I'm finna tell a story. Living with hope and a faith, and I always come with glory. And all I got is beat. That means I'm coming lurry. I see the lady with Doc Martens, they 100 feet. Now I can shout it to guests, and I think she is the queen. The time so, she's wearing grand guests and she sings and she's a queen oder so. Also sie hat immer meine Gäste angerannt. Ah, das habe ich gar nicht gehört, Alter. Siehst du, war doch cool. Naja. Ja gut, jetzt gehen wir. Boah, guck mal, wie nice das da aussieht. Boah, ey, ich würde am liebsten mit so einer Achterbahn fahren und am besten die Kamera mitnehmen, damit man alles sieht. Ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Audio 27. Here's another one for Brother Ray. Oh, yes. Thank you, ladies and gentlemen. Do you know way down upon the Swanee? I'm talking about the river, yeah. You know I'm so far away. Nein, warum nicht? Mega cool hier drinne. Ich liebe so eine Läden. Ich war das letzte Mal in so einem Laden. Da war ich in der Dominikanischen Republik. Und das ist, also als ich in diesem Laden drin war, so einem, das ist ungefähr, wie lange ist das jetzt her? Ja, wie lange ist das her? Das ist über 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal in solchen Dingern gespielt habe, ne? Guten Morgen, ihr wunderschönen People. Ja, also ich muss jetzt erstmal meinen Koffer packen. Und ich habe mir eine Tasche gekauft, so eine hier, damit ich alles auch mitnehmen kann. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das ganze Zeug hier einpacken soll. Weil ich habe auch ganz viele Sachen gekauft und ich kaufe heute noch ein bisschen im Supermarkt ein. Deswegen habe ich mir jetzt einen Koffer dazu gebucht. Und ich finde es einfach so anstrengend, mit mehreren Koffern rumzulaufen, weil wie soll ich das denn alles tragen? Ich habe einen Handgepäckkoffer, ich habe zwei große Koffer dann. Das ist voll schwierig. Aber ich packe jetzt erstmal alles ein und dann gehen wir heute noch zum Strand, weil ja so schlechtes Wetter war, aber gestern so schlechtes Wetter war. Und dann versuchen wir heute nochmal schöne Fotos zu machen. Und die Daria, die schläft noch. So, wir sind jetzt hier gerade beim Gold's Gin am Venice Beach. Und wir wollen jetzt hier eigentlich was kaufen, also ein T-Shirt für irgendwie einen Kumpel von Daria und ja, mal schauen. Come on. Everybody can win any jersey for $50 Visa card. You want to play? Men's or Scheiß Kuscheltiere!
Hallo meine Lieben. Also ich bin jetzt auf dem Weg zum Flughafen und jetzt fahre ich nach Hause. Also ich würde voll gerne hier bleiben, aber das geht natürlich nicht. Aber irgendwann lebe ich vielleicht mal eine Zeit lang hier. Bestimmt. So für 2 Monate oder so. Und ich habe einfach 3 Koffer jetzt dabei. Wie soll ich, dünnes Ding, denn jetzt 2 Koffer da schleppen? 3 Koffer da schleppen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, weil ich kann die Koffer gar nicht alle gleichzeitig ziehen, weil das eine ist so eine riesengroße Koffertasche, weil da einfach mehr reinpasst und das andere ist ein großer Koffer noch und noch so ein Handkofferding und jetzt habe ich einfach viel zu viele Koffer und deshalb muss ich jetzt mal schauen und ich habe kein Bargeld mehr, kein Kleingeld mehr, kein gar nichts und deshalb muss ich jetzt mal gucken, ob ich da überhaupt so einen Wagen deshalb kriege. Wenn nicht, dann ist es echt doof. So, ich bin jetzt wieder zurück auf dem Weg nach Berlin. Beziehungsweise ich bin jetzt halt im Flughafen in Polen schon. Ich habe den ganzen verdammten Flug durchgeschlafen. Ehrlich gesagt habe ich mir 2 Gläser Wein reingezogen und dann habe ich da einfach geschlafen. Das hat mich müde gemacht dann. Das Problem ist jetzt aber, wir haben... Ich muss auch die Uhrzeit noch umstellen, ey. Nach meiner Uhrzeit ist es jetzt gerade 10 Uhr morgens, ja. Und nach der deutschen Uhrzeit ist es jetzt 19 Uhr. Das bedeutet, ich habe jetzt einfach die ganze Zeit gepennt und ich weiß nicht, wenn ich jetzt nach Hause komme, ich werde auf jeden Fall, es ist gerade für mich, als ob ich von morgens aufgestanden bin. Es ist so wirklich so, fühlt sich an, als ob es schon morgens ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt wieder hinbiegen soll. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen... Ja, muss man sich erstmal wieder einpendeln. Ich mache auch noch ein Amerika-Video, so wie es so war. Ach, wir sind natürlich alle in Love gewesen mit Amerika. Das ist auf jeden Fall mal ganz klar.